kann die nicht rückwärts hochschieben, das ist unmöglich. Ich muss die jetzt irgendwie da durchmanövrieren. Und ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die können da einfach easy durchfahren. Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise und heute habe ich zum ersten Mal mit dem Sand gekämpft. Ich bin von Sidi Ouzzaï nach Plage Blanche gefahren. Das sind so 230 Kilometer auf dem Weg hierher, aber es war echt noch ein cooles Panorama. Und es war halt auf diesen Ebenen, auf diesen Straßen, war super windig. Ich bin, glaube ich, 100 Kilometer so gefahren. Und das letzte Stück ist Offroad durch ein, ja, schon ein ziemlich sandiges Stück. Die zwei Leute, die mir entgegengekommen sind, die haben tief. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, hier fährt keiner durch oder ja, irgendjemand fährt hier schon durch. Wir fahren alle eine Straße hier außen rum. Das Ding ist, ich krieg sie hier nicht gedreht. Ich kann die nicht rückwärts hochschieben, das ist unmöglich. Jetzt irgendwie da durchmanövrieren und ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die können da einfach easy durchfahren. Ich versuche da jetzt durchzurollen, mehr oder weniger. Schon relativ tief der Sand. Also mehr als knöcheltief auf jeden Fall. Das ist meine Spur. Hier stehen auch nur so richtig krasse Trucks. Und der eine, als ich mich hierher gequält habe und ich wollte das dann noch ein bisschen näher am Strand fahren, habe mich aber dann nicht getraut, weil das, ich habe mich echt auch, also so tief war ich dann immer schon eingegraben und so.
Der hat dann gesagt, so, ja, du musst doch ein bisschen Luft rauslassen für den Sand. Ja, das habe ich dann gemacht und habe den Rucksack abgemacht. Und jetzt habe ich es so hier geschafft, dass ich so 5 Meter vom Zelt wegstehe. Und ja, das Ding ist, hier ist nichts. Und ich habe natürlich nichts zu essen. Außer immer noch diese 5-Minuten-Terrine, die ich beim ersten Mal zelten schon dabei habe. Aber diesmal habe ich Wasser. Guten Morgen. Jetzt habe ich die Nacht am Strand hinter mich gebracht. Und ich hoffe, man hört das. Das Geflatter. Das ging die ganze Nacht so. Also normalerweise muss man das spannen und dann flattert es nicht, aber es hält halt hier nicht im Sand, die Heringe. Deswegen, ich habe Europax drin gehabt und trotzdem hat es genervt. Ich habe mega schlecht geschlafen, habe mega die Kopfweh. Aber gut. Jetzt habe ich mal das Motorrad schon umgedreht, leer und ein bisschen aus dem Gröbsten rausgefahren. Muss ich halt das Gepäck dahin schleppen. Aber da habe ich halt direkt gemerkt, ohne Gepäck ist es halt eigentlich relativ einfach, darauf zu fahren. Und mit Gepäck ist es gleich, also es ist ein Riesenunterschied. Ja, und ich muss das Gepäck jetzt dahin tragen. Sieht weit aus, aber es sind so, weiß nicht, 50 Meter. Und dann quäle ich mich hier wieder durch die Sandpiste zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns von der nächsten Etappe. Tschüssi!